Schöne Grüße aus dem Europaparlament hier aus Straßburg. Egal von wo Sie zuschauen, ob aus Koblenz, aus Halle, Magdeburg oder Hamburg. Diese Woche war eine intensive Woche zum Thema europäische Armee, Rüstungsfragen und Rüstungsexportfragen. Die Kanzlerin hat dazu gesprochen. Die Kanzlerin spricht sich aus für eine Europaarmee, für effizientes Zusammenlegen der Rüstungsgüter, aber auch für gemeinsame Rüstungsexportstandards. Das finde ich richtig und wichtig. Dementsprechend habe ich auch gesprochen im Parlament, sie aber hinterfragt, dass da, wo Deutschland und Frankreich gemeinsame Rüstungsgüter entwickeln, auch der hohe Standard Deutschlands dann gelten müsste. Ein Standard, der sich nach 2008 gelegten Kriterien ausrichtet, wo eben nicht in Kriegs- und Krisengebiete geliefert werden dürfen, also beispielsweise Saudi-Arabien. Das habe ich hier angemerkt in meiner Rede im Parlament. Das habe ich auch deutlich gemacht bei meiner Abstimmung zum Europäischen Rüstungsfonds, die jetzt im Auswärtigen Ausschuss bereits gelaufen ist. Dort habe ich meine Stimme nicht gegeben, weil ich will, dass wir eine Rüstungsexportkontrolle haben, die sich auf ganz Europa ausrichtet, dass Verteidigungsausgaben letztendlich zusammengelegt werden müssen und dort, wo Verteidigungsentwicklung nicht mehr passiert, muss die Industrie unterstützt werden. Das heißt, Konversion, ein Thema, was gar nicht auftaucht im Verteidigungsfonds. Darüber hinaus haben wir eine wichtige Abstimmung gehabt, wo wir den Haushalt für 2021 bis 2027 unsererseits für Europa mal gelegt und beschlossen haben. Ein wichtiger Punkt, dass wir von den Mitgliedstaaten hier fordern, ihre 0,7% Entwicklungszusammenarbeit endlich zu leisten. Großbritannien macht das, drei andere Staaten Europas machen das auch, Deutschland macht das noch nicht. Da müssen wir weiterkommen und ich hoffe, dass wir dem Ziel, was vielleicht auch 1% mal sein wird, Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich stärker entgegenkommen. Ich habe mich meinerseits gefreut über eine Besuchergruppe, Studierende aus Thüringen, aber insbesondere aus Halle und Magdeburg. Die haben mit mir über die aktuellen europapolitischen Fragen gesprochen. Das hat viel Freude gemacht und ich habe ihnen empfohlen, sich auch bei der europäischen JEF zu engagieren, die Europäischen Jungen Föderalisten, der Jugendverband der Europa-Union. Auch das ist vielleicht für Sie interessant oder für euch. Schaut mal rein, da kann man sich europapolitisch engagieren und zwar überparteilich. Genau das, was wir brauchen für ein Tragen dieses Europas. Ich habe mich ebenfalls gefreut, Kontakt zu haben zu Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt. Dort haben wir über aktuelle Fragen zum Land Sachsen-Anhalt und zu Europa besprochen. Und vor dem Hintergrund ist es immer wieder schön, auch hier Besuchergruppen und Delegationen aus Sachsen-Anhalt in Straßburg begrüßen zu können. Bringen Sie sich ein, wenn Sie Fragen haben zu meiner europapolitischen Arbeit oder zur aktuellen Debatte, auch zur Europa-Armee, schreiben Sie mir. Rufen Sie mich an, laden Sie mich ein. Von daher beste Grüße diese Woche aus Straßburg.